Face. Ein App für Sex. Hi. Ja, wir spielen heute Google Feud. Feud. Whatever. Keine Ahnung. Schreit mich wie immer voll, dass ich nichts aussprechen kann. Das ist ein kleines Minispiel. Nee, es ist eine Mini-Website. Und ihr kennt das ja, wenn man bei Google zum Beispiel irgendwie, weiß ich nicht, was gebe ich denn mal bei Google ein? Hier, wie lang ist der Darm? Ja, das fällt mir als erstes auch ein. Dann wird das ja autovervollständigt und da gibt es jetzt verschiedene Möglichkeiten. Also halt Darm, chinesische Mauer, die chinesische Mauer, ein Semester, eine Meile. Ja, also alles das, was ich auch sofort gesucht hätte. Und wir sollen jetzt quasi auf dieser Website raten, was die Leute wohl am meisten suchen. Und da können wir jetzt hier zwischen vier Kategorien auswählen. Einmal Kultur, People, also Leute, Namen und Fragen. Und mein Ziel ist es, weil ich sage, es ist nicht leicht, wirklich zu erraten, was die ganze Menschheit wohl, na gut, okay, die Menschheit, die auf Englisch zumindest redet, was diese Menschen eigentlich suchen. Ja, und ich bin gespannt. Ich werde jetzt mal austesten, mindestens 5 zu kriegen. Ja, das ist mein Ziel. 5 will ich wenigstens in einer Runde mal schaffen. Und ja, wollen wir mal schauen, ob das so einfach geht. Ich fange einfach mal mit Fragen an. Will my dog eat my... Was? Will my dog eat my shoes? Ja, das war schon mal falsch. Will my dog eat my... My was? My... Wer googelt sowas? Boah, ich habe keine Ahnung. Hä? Will my dog eat my TV? Hä? Was? Was suchst du denn? Meine Autoreifen? My? My cat? Das, okay. Eat my cat? Bird? Scheiße. Chickens, Kitten, Hamster? Okay, also ganz viele. My dead body, Alter. What the fuck? My Chris? Hä? Welcher Hund frisst denn einen Weihnachtsbaum? Ja gut, du knabberst vielleicht mal dran. Ja. Alter, wer so... Okay, das wird richtig scheiße, das merke ich jetzt schon. Also ich hab's bloß bei einem ausprobiert und das war irgendwie, weiß ich nicht, Ketchup is. Und da bin ich schon nicht drauf gekommen. Barack Obama is a... Boah, jetzt nichts Falsches. President? Nee, das wäre doch... Danach sucht doch keiner. Barack Obama is a liar? Vielleicht? Nee, okay, gut. Ja, das war auch nur... Mann, Barack Obama... Wer sucht denn sowas? Barack Obama is ist ein Star? Ist ein Celebrity? Schreibt man das so? Barack Obama ist eine Puppe? Ja, a Hero. Gut, okay, das... A Clone. Ja, bescheuert, oder was? Okay, neue Runde. Alter, das wird übelst schwer. Okay, ich probiere mal People. My feet smell like. Okay, das suche ich natürlich bei Google. My feet smell like. Also, wonach können Füße so riechen? Vielleicht Cheese? Tatsächlich. Nummer 2, okay. Nee. Wonach riechen denn Füße? Nach Socken? Nee, cool. Wonach riechen für... Alter, wer googelt sowas? Oh, meine Füße riechen nach... Kühlschrank, Mann. Nach... Miet? Was sollst du da auch suchen? Vielleicht such... Umkehrpsychologie. Vielleicht suchen die ja nach guten Begriffen. Meine Füße riechen so gut. Meine Füße riechen so gut. Wonach könnten die gut duften? Nach Flowers. Meine Füße riechen nach Butter. Meine Füße riechen nach Tod. Nach Parme. Alter, wer gibt denn bei... Ohne Scheiß. Das will ich jetzt selber wissen. Like. Jetzt will ich mal wissen, was rauskommt, wenn wir Butter eingeben. Meine Füße riechen wie Popcorn. Ist es normal, dass meine Füße wie Popcorn riechen? Yahoo answers, ja. Klar ist das normal. Alter, ich nehme jetzt Namen. Jack. Okay, das kriegen wir hin. Jack Sparrow. Schreibt man den anders? Sparrow? Captain Jack Sparrow?
Okay, warte. Jack. Daniels. Ja. Okay, gut. Jack Black. Ja. Okay, Jack. Jack Jones vielleicht? Wobei, ist das in Amerika so? Jack. Jack Jones? Jack. Was ist Nummer 1 bei Jack? Irgendwas ganz auf. Jack Jones suche ich jetzt einfach. Jack White, Jack Ryan, Jack the Ripper, scheiße. Jack Nicholson, natürlich. Jack in the Box. Halsmaul! Ich will mich konzentrieren. Scheißregen. Halt bloß die Fresse. I need help with... Ach, Mann. Ich hab da eh schon verloren. My weather. I need help with my rent, okay? With Marv. Aber das sucht man doch nicht da. Wenn man Hilfe bei Mathe braucht, dann sucht man doch nach... Weiß ich nicht. Kurven, Differentialrechnung, Scheiß und nicht I need help with Marv. Obwohl, ja gut, wenn du... Ja, wenn du einen Nachhilfelehrer suchst vielleicht. Aber da tippt man doch nicht sowas ein. I need help with my homework. Das ist auch... Super präzise. Ey. Das macht dich fertig. Global Warming is a lie. Bestimmt. Ja. Oh, geil. Wusste ich doch, dass es wieder irgendwie so... Halsmaul. Ey, hört ihr das? Was ist das für ein Wetter auf einmal? Heute war so schön. Global Warming is true. Gibt's nicht. Global Warming is coming? Global Warming ist fake. Oh, Nummer 1. Okay. Stimmt, man sucht ja nicht irgendwie... man sucht ja irgendwie im Internet nach Sachen, die das Gegenteil beweisen. Stimmt. Noch irgendwelche Synonyme dafür. Fake, a lie... Halsmaul! Fake, a lie, not true? Real? Ah, real! Not real! Aber hab ich nicht gerade not real eingegeben? Natural, not caused by humans, not man-made. Not man-made? Why is my girlfriend so? Okay. Da kenne ich mich aus. Scheiße. Okay. Why is my girlfriend so... Launisch. Was heißt denn launisch? Okay. Why is my girlfriend so moody? Why is my girlfriend so gemein? Scheiße. Why is my girlfriend so happy? Weird. Man fragt Google, warum ist meine Freundin so nervig? Das kann Google und... Nee, ich reg mich nicht mehr auf. Alter, das kannst du echt keinem anwiegen. Sports A. Okay. Gut, das kriegen wir hin. Sports A. Sports A... Mord. Was heißt Mord? Murder. Sports are... Irgendwas Adjektivmäßiges. Sports are bad. Auf Platz 10. Toll. Sports are boring? Sports are... Lame. Nein. Sports are... Weird? Sports are stupid. Good. A waste of time. Pointless. Alter. Wonach Leute echt suchen, ey. Okay, Culture. Apple. Komm, das kriege ich jetzt hin. Okay, Apple. Wonach sucht man? Versetz dich in diese Leute, die Apple suchen. Apple. Wobei, man darf nicht vergessen, Apple ist ja nicht nur hier Firma, sondern auch auf jeden Fall iPhone. iPhone 6? Soll mal irgendwas dazu? Nee, ich nehme nur iPhone. Was? Was kann mir... Nee. Jeder sucht jetzt nach der Apple Watch. Ha! Das ist Platz 2 und iPhone ist gar nicht da. Ja, klar. Hm? Okay. Wenn man nach iPhone nicht sucht, dann sucht man auch nicht nach iPod. Weil iPod ist ja schon... Sucht man noch nach Apple, Mac?
man das? Auch wenn man das iPhone... Wenn, Alter, das macht mich gerade voll fertig, dass das iPhone da nicht drin steht. Warte mal, Apple Pie. Scheiße, noch ein Versuch. Und wir müssen noch 4 Felder freikriegen, damit ich endlich mal meine 5 schaffe. Apple, Apple, Apple. Was? Was kommt von Apple demnächst raus? Die Apple Watch? Apple Store? Platz 1, okay. Okay, Apple Store. Alles klar, alles klar, alles klar. Man sucht nach... Ja, stimmt. Stimmt. Man sucht ja irgendwie, wo der nächste Apple Store ist, wegen Google Maps und so. Oh, das stimmt. Man sucht ja nicht nach iPod. Wobei, nee, da sucht man eigentlich auch danach. Oh, dass das nicht unter den Top 10 ist? Irgendwas neu. Ja, komm. Apple TV. Ja, ja, ja. Okay. Vor allem Platz 4. Aber mir fällt nichts mehr ein, ohne Scheiß. Wir haben noch einen Versuch. Ein Guesses haben wir noch. Apple. Oh. Apple. Ich versuch's einfach. Apple MacBook. Fuck! Apple ID, natürlich. Apple ID ist scheiße. Apple Support. Apple Pay. Ohne Scheiße. Ja gut, die Amis. Die benutzen das. Ja. Fuck. Mann. Oh, okay. Der iPhone 6. iPhone 6 ist, was bist du, was bist du? Ist better than, was bist du? Ist too big? Ja! Oh, Perz Nummer 1, jawohl. Okay. iPhone 6 ist too slow? Fuck. Ist too expensive. Better. Ich probier's. Better than Galaxy. Than Samsung Galaxy. Das ist immer. Ach. Es gibt gar keine. Es gibt nur 6 Begriffe. Ja, oder soll ich 5 von rauskriegen? Mann! Aber wer sucht sowas auch? Komm. Ach Mann, fick dich. Los, komm. Culture, da können wir was reißen. The Great. Okay, The Great. The Great Gatsby. Das muss auf jeden Fall kommen, sonst beiße ich mich tot. Gatsby. Ja, Platz 1 sogar. Okay. The Great. Was gibt's in der Geschichte? Was ist passiert? Die große Frage der... Nee. Die große Depression. The Great Depression. Heißt das so? Boah, Alter, Nummer 2. Ah, komm. Das können wir hinkriegen. The Great. Vielleicht nochmal Gatsby. Movie. Fuck. The Great Gatsby Full HD Free. The Great, die große Mauer? Sagt man das? Heißt es The Great Wall? Scheiße. Oh, das ist ja auch die chinesische Mauer. Das sagt man ja nicht die große Mauer. The Great... Boah. Ach Mann, ich weiß es nicht. The Great Penis. Ach. The Great... Escape Room? Die großen Seen. Fuck. The Great Gatsby Spark Notes. Man sucht nicht Football is good. Man sucht Football is boring. Doch, das sucht man! Football is the best? Football is bad. Ich hab doch... Oh, the best sport. Ja, meine Fresse. Ich hab's Board nicht mit eingegeben. Football is fake. Football is my life. Alles klar. Google. Okay. Google. Google Plus. Fuck! Google Search. Ja gut, man sucht ja nicht in der Google Search nach Google Search. Google Mail. Mail gibt's nicht, aber Maps, Drive, Dog, Translate, Earth... Oh. Kein Schwein sucht nach Google Mail, das bezweifle ich. Die verarscht mich doch, diese Anzeige hier. Bad. Oh. Die armen Nickelbacks, Alter. Da lag ich doch richtiger, als ich dachte. Vielleicht nochmal die andere Seite?
tatsächlich. Okay. Dead. Gut. Gay. Alter, gay. Okay. Underrated. The best band ever, Alter. Mann, ich hab doch The Best eingegeben. Leck mich doch am Arsch. Ach, keine Ahnung. iPhone. Face. Eine App für Sex. Eine App für Android. Eine App für Instagram. Warum sucht man bei Google nach einer App für Instagram? Warum sucht man nicht nach Instagram? Oder warum sucht man nicht im Apple Store oder im Android Store nach Instagram? Und warum sucht man, Alter? Ich frage nicht mehr. Ich frage nicht mehr nach. Ich will es nicht wissen. Okay, das kriegen wir hin. Das kriegen wir auf jeden Fall hin. McDonald's vs. Burger King. Das muss auf Platz 1 stehen. Und es steht auf Platz 1. Okay. Amis haben noch mehr. Subway? Ich weiß nicht, ob Subway... Na doch, irgendwo bei... Ja, okay. Wendy's. Ja! Subway, Wendy's, Was haben die noch? Taco Bell. Yes! 1-1 kriegen wir. Und wir haben noch drei Joker. Wir haben noch drei fucking Joker, ja? Ich will jetzt wissen, was ist die 2? Ja, komm, wir kriegen noch alles in dieser Reihe fertig. Was kommt nach? Nee, Burger King? Was ist noch eine große Kette? McDonald's versus. Komm, das kriegen wir hin. Ich wette, irgendwas ist wieder mit McDonald's versus Burger King. Also dadurch, dass Burger King schon auf Platz 1 ist, wird irgendwo nochmal Burger King und dann Fritten oder so stehen. Ich probiere es einfach. Burger King Fries. Ja! Ja! Das wusste ich. Weil alle sagen, also fast alle sagen immer, die Burger King Pommes, das ist auch nur fettiges Kartoffelzeug. Aber jeder sagt fast, dass die Burger King Fritten besser schmecken. Aber jetzt will ich wissen, was auf der 2 ist. Ohne Scheiß. Kann man das eigentlich anklicken? Nee. Versus... Aber warte, wir können ja nochmal Burger King suchen. Burger King... Burger? Nee, das sucht man nicht. Burger King... Soße? Nee. Versus... Ach komm. Fettburger? Scheiße. Fettburger ist zu speziell. McDonald's versus... Obwohl, nee. Sucht man danach? Aber wir haben ja schon 5. Komm, ich will aber jetzt noch wissen, was auf der... Ach komm, ich such's jetzt einfach. Scheiß drauf. McDonald's? Hä? Ach so, das ist jetzt Deutschland. Scheiße. Burger King Werbung? KFC! Natürlich! KFC! Was? Das schreibt kein Mensch aus. Kentucky Fried Chicken. Was ist denn? Chipotle? Hä? Okay, das hätte ich auf Anhieb gewusst. Okay, was haben wir hier noch? Burger King Health? In-N-Out? Five Guys? Burger King Sales. Okay. Ja, ich habe gewonnen. Ich habe 5 von 10 tatsächlich auf Anhieb mal gefunden. Alter. Und ihr könnt es ja gerne mal selber ausprobieren. Ihr könnt ja gerne mal versuchen, tatsächlich so 8 oder 9 rauszukriegen. Also ich wette, es ist unmöglich, auf Anhieb ohne Vorwissen alle 10 rauszukriegen. Das schafft man nicht. Ja, also... Aber auch, wonach die Leute suchen. Es ist unnormal. Sehr, sehr unnormal, ja. Aber ich würde sagen, da sind wir am Ende angekommen. So schauen und ja. Vielleicht gibt es nochmal eine Runde 2, wo ich mir dann eine etwas bessere Herausforderung stelle. Wie zum Beispiel, ja, finde 7 auf einmal. Aber ansonsten hat Spaß gemacht. Und ja, ich würde sagen, danke fürs Zuschauen. Haut rein. Tschüss.